Die riesige Weihnachtspyramide steht, das Karussell dreht seine Runden und auch die ersten Tassen Glühwein sind schon über die Theke gegangen. Seit Montag läuft der Trierer Weihnachtsmarkt. 95 Buden stehen auf Domfreihof und Hauptmarkt und warten in den nächsten 4 Wochen auf Besucher. Das kulinarische Angebot wurde schon am Montag gut getestet. Und die ersten Besucher waren zufrieden. Ich finde den Weihnachtsmarkt so schön hier, weil er ist einfach gemütlich. Ich stamme ursprünglich aus Berlin, das ist alles viel größer, viel mehr Hektik. Also hier ist es einfach wunderschön. Warum der Trierer Weihnachtsmarkt hier der schönste überhaupt ist, ja, wie auch schon gesagt, die Generationen, die hier zusammenkommen und einfach die Stimmung, die hier aufkommt, ist einfach, ja, die findest du sonst nirgendwo. Hier finde ich ja schön und die Leute sind nett, der Glühwein schmeckt gut. Der Trierer Weihnachtsmarkt ist für mich was ganz Besonderes, weil ja, wie gesagt, halt eben wie Weihnachten nur einmal im Jahr ist, sehr gemütlich ist, alles auf einem Platz, mittlerweile auch auf 2 Plätzen ist und es ist einfach so schön. Man trifft viele Leute, die man ja von sonst noch vorher kennt. Das ist hier der tollste Weihnachtsmarkt, den es hier überhaupt gibt, weil hier einfach super nette Leute sind, ich ja, einfach Spaß habe, der Glühwein sehr gut schmeckt. Offiziell wird Oberbürgermeister Klaus Jensen am Donnerstag den Markt in Triers guter Stube eröffnen. Bis zum 22. Dezember besteht dann die Möglichkeit, über den Trierer Weihnachtsmarkt zu schlendern.